Philip Bailey, Psychologische Homöopathie. Ganz, 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 ganz grandioses Buch, kann ich euch wirklich empfehlen. Ja, und was das Tolle natürlich auch ist, wir haben ja nur die letzten drei Mittel von Philipp auch eine ganz schöne Einführung gekriegt in die Grundpfeiler der Alchemie. Die Alchemie ist ja sowas wie die Vorgängerin der Homöopathie. Man könnte sagen, dieses Grundalchemistische ist ja in der Homöopathie bewahrt, aber nochmal vergeistigt und nochmal verfeinert worden. Das beschreibt zum Beispiel der Herbert Fritzsche so ganz wunderbar in der Hahnemann-Biografie Idee und Wirklichkeit der Homöopathie, wo er ja vom Böttcher berichtet, dem großen Alchemisten, dem Hofzauberer von August dem Starken, der Gold machen wollte, bestimmt auch gemacht hat, dann aber auf das Porzellan gestoßen ist, wo er sagt, das ist eigentlich der Urvater Hahnemanns, ja. Hahnemann ist eigentlich auch in dieser alchemistischen Linie der Hess, der sächsisch-höfischen Hexer. Ja, Natrium-Muriaticum, ich würde mal sagen, ein Mittel, was ganz, ganz viel mit mir, aber mit meinem Kontakt zu anderen, zum Du zu tun hat. Und es ist wahrscheinlich das häufigst angewendetste Mittel, wenn Menschen aus vielerlei Gründen Schwierigkeiten mit mir und meiner Art zu sein und meiner Art zu leben hatten. Also wenn ihr mal jemand kriegt in eure Praxis, der sagt, egal was Krüger macht, ich könnte immer nur kotzen, ich kriege schon Gallenkrämpfe, wenn der nur in den Raum kommt, ich kann den weder riechen noch sehen, noch weiß ich irgendwas. Natrium, Medurinum, Lycopodium, Laclupi. Aber mit absolutem Abstand Natrium und Iodicum. Und das verifiziert, dass diese Symptome verschwunden sind. Und meine oberste Zeugin dafür ist Ulrike Müller. Die hat mit Abstand in ihrer Praxis die meisten Krüger-Opfer. Und ist auch ganz interessant. Jemand hat ein Problem mit mir und könnte ja dann zu einem Krüger-Hasser gehen. Gibt es ja auch genug in Berlin. Dann bedeutet es, der Krüger-Hasser wird ihn wahrscheinlich auf mich hetzen. Heilung schwierig, weil durch Hetzen heilt man schlecht. Dann zu Ulrike zu gehen, meiner mit Abstand bis jetzt erfolgreichsten und vielgeliebtesten Meisterschülerin, ist ja eigentlich eine Bejahung unseres Verhältnisses. Ja? Also ich kann mit dem Krüger nicht und jetzt gehe ich zu jemand, der vielleicht von allen bis jetzt am besten mit ihm konnte. Das heißt ja, ich will da auch ähnlich werden mit dieser Therapeutin. Und ich habe diverse Menschen erlebt, die bei Ulrike waren, nachdem sie irgendwie an mir erkrankt sind und die dann mit Ulrikes Hilfe gesundet sind und dann mit einmal wieder einen Kontakt zu mir aufnehmen konnten, der total schön war, der total gut war. Und nach 5 Jahren Ulrike-Therapie saßen sie mit einmal neben mir wieder im Unterricht. Das habe ich diverse Male erlebt. Das heißt natürlich, ich habe eine Natriumresonanz, sonst könnten die Natriums mit mir ja gar nicht an, wie nennt man das? Andoggen, ja, danke, andoggen. Und natürlich, ich habe Natrium auch schon ganz oft gekriegt in meinem Leben und es hat mir auch schon ganz viel geholfen. Vielleicht jetzt nicht so wie Medurinum, Laclupi oder Laccaninum und Lycopodium, aber es ist mindestens unter den 6 in meinem Leben wichtigsten Mittel. Und ich möchte jetzt so ein paar Sachen aufzählen, nicht jetzt Krüger-10, die kommen beim nächsten Mal, sondern einfach Folge von Krüger, Folge von Andreas. Und das ist ja auch wieder interessant, Folge von Andreas heißt ja Folge von Mann. Weil Andreas heißt ja A, Andros, der Mann, und Andros, der Held. Und Natrium hat per se Schwierigkeiten mit seinem Animus oder mit dem Animus im Außen. Also wenn Frau, dann mit Männern, aber durchaus auch Männer mit Männern. Was habe ich mit Natrium zu tun? Wo entstehen meine Natriumresonanzen? Natrium, ganz wichtig, vom Vater ungeliebt. Also
Alle vom Vater Ungeliebten haben in mir eine wunderbare Projektionsfläche, weil ich kenne das vom Vater ungeliebt zu sein. Zum Glück hatte ich dann auch noch eine Mutter. Und bei mir ging es so weit, dass mein Vater, ich würde mal sagen, nicht meiner Mutter gegenüber, die hat öfter schon gesagt, dass er ein wirklich toller Liebhaber war, aber mir gegenüber, wahrscheinlich dem Mann gegenüber, meine schwulen Freunde, ich habe ja ganz viele schwule Freunde, haben immer wieder gesagt, dein Vater war schwul. Und tja, hat mein Vater das 10. Glas Remy Martin Pfirsichbowle getrunken, dann wurde mein Vater zu Claudia und tanzte den wildesten Fandango. Meine schwulen Freunde haben immer zu mir gesagt, Alfred war schwul. Der war einfach schwul. Der hat es wahrscheinlich sein ganzes Leben unterdrückt, was ihm natürlich eine liebevolle Beziehung zu seinem Sohn ganz doll erschwert hat. Wenn ich eigentlich schwul bin oder dominant männerliebend bin als Mann, tue ich mich natürlich wahnsinnig schwer, zu meinen Söhnen einen Kontakt zu haben. Nicht zu den Mädchen. Es ist ulkigerweise, mein Vater hatte zu meiner Tochter ein super Verhältnis. Die hat mit ihm alles gemacht. Der hat die abgeholt mit dem Motorroller. Meine Tochter, wenn die von meinem Vater redet, dann denkt man immer, ey Mann, der super Opa. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich immer wieder, ey Mann, Alfred, du hast mich 50 Jahre nicht einmal gelobt. Du hast mich 50 Jahre nicht einmal in den Arm genommen. Meine Mutter 500-fach. Dominant. Dadurch habe ich meine Pulsatilla-Hysterie gekriegt und kann so gut loben. Wenn meine Mutter so hoch wäre, dann würden an dieser Schule die meisten an Lobmangel verhungern. Aber bei meinem Vater, ich habe ihn irgendwann dann mal in meiner Therapie gefragt, Vater, warum hast du mich eigentlich nie gelobt? Dann hat er gesagt, wenn ich nichts gesagt habe, war alles gut. Ja? Das ist ein Satz, den Natriummenschen ganz oft hören. Und ich hatte das große Glück, mein Vater ist ja relativ schnell gestorben. Ich musste meine Eltern wenig pflegen, aber mein Vater war eine Woche im Koma und da war ich jeden Tag bei ihm und habe ihn beleibt. Also ich habe all die Zärtlichkeit, die wir im Leben uns nicht geben konnten, habe ich wenigstens ihm noch vor seinem Sterben gegeben. Und ich habe ihn ja auch hinübergesungen. Also, wann immer ein Mensch darunter leidet, dass er vom Vater nicht geliebt worden ist und sich dann immer wieder Situationen erschafft, meistens dann auch mit Männern, wo er wieder nicht geliebt wird, Natrium. Man schafft sich immer wieder Situationen, 20 Beziehungen, wo man jedes Mal nicht geliebt worden ist. Und dann gibt es Natrium und dann klappt es mit einmal. Das sind die Wunder der Homöopathie, zigmal erlebt. Zweite Geschichte, wo ich total natrisch bin und natrisch resoniere. Mir ist das Schlimmste passiert und das ist jetzt eine Wertung, aber ich lasse die jetzt einfach mal so, was glaube ich einem Menschen passieren kann. Ich habe ein Kind verloren. Also ich glaube, Verluste sind immer schwierig. Eltern verlieren ist scheiße, Freund verlieren ist scheiße, aber wer von euch ein Kind hat und mein Kind verloren hat und ich habe ja viele Eltern, auch bei mir in der Praxis, man könnte sagen, es ist ja eines meiner Spezialgebiete, verwaiste Eltern. Es kommen ja ganz viele Eltern zu mir, die verwaist sind. Finde ich es auch ein interessanter Begriff, verwaiste Eltern. Aber man fühlt sich wirklich wie ein Waise, wenn das Kind geht. Und ich habe ja meine Tochter verloren am 4. Lebenstag. Und ich würde mal sagen, das war das Schrecklichste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und das kann ich einfach nur lassen. Das hat sich bis heute, glaube ich, noch nicht wirklich erlöst und ich glaube, das wird sich auch nie erlösen. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Menschen so geliebt wie sie und das soll angeblich auch ganz tiefe karmatische Geschichten hinter sich haben, aber ich weiß, ob ich meine erste Voodoo-Krise hatte und in der Klinik war, in Sichttherapien saß ich immer wieder vom ihrem Grabstein und habe mir die Tavor-Dosis gegeben, um ihr nachzufolgen. Ich habe später eine Aufstellung gemacht, weil es war ja auffällig, dass ich nach ihrem Tod nie wieder Vater geworden bin. Und es war jetzt nicht geplant. Ich hatte auch nach ihrem Tod immer noch genug Sex, um Vater werden zu können.
Und es gab auch Menschen, die wollten von mir Kinder haben, aber ich habe mich da immer vergewaltigt. Ich habe mich da immer verweigert, was denn da wieder im Gegenüber Natriumprobleme ausgelöst hat. Das ist doch so toll mit dem und wir lieben uns doch so und wir haben doch den mega tantrischen Sex. Wieso will der denn kein Kind von mir? Ganz typische Natriumsituation. Sowieso junge Frauen, ältere Männer, Natrium Muriaticum. Junge Frauen verlieben sich in ihre älteren Therapeuten, verliebt sich in seinen Analytiker Natrium sechswertig. Wa? Also alles, alle lieben, wo das Drama eigentlich schon angelegt ist. Wo das Drama schon angelegt ist. Also Natrium tut sich total schwer, einfach sich das Hirn wegzuvögeln und einfach zu lieben wie eine Wildsau und einfach glücklich zu sein. Das ist für Natrium fast unmoralisch. Fast unmoralisch. Es gibt einen schönen Satz von Hölderlin: Wenn es vorbei ist und es tut nicht wehe, war es keine Liebe. Natrischer, ich sage nicht, dass es stimmt, ich sage nur, dass es natrischer fast nicht geht. Ja? Das stimmt natürlich nicht, aber für Natrium ist es was. Ah, ich kann in solchen Sätzen bis heute schwelgen. Also, Tod eines Kindes, der so viel. Beschworene Dorji sagt, egal wer in ihre Praxis kommt, hat der mal einen Menschen verloren und es ging ihm nah, gebt's ihm Natrium Muriaticum. Punkt. D.D. Ignatia, in allen Büchern steht Ignatia akut, Natrium chronisch. Ich gebe Ignatia akut, ich gebe Ignatia akut, es hilft nicht. Ich rufe Mia an, Mia, nee, Mia macht ja nicht so, das macht Susanne, Mia macht ja so, Mia, Natrium. Und ich gebe ganz akut Natrium und es hilft. Ich gebe jemand, der 30 Jahre Kummer hat, Natrium, 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 es hilft nicht. Ich gebe Auromoriaticum, es hilft nicht. Ich kriege eine Macke. Mia Ignatia, nach 20 Jahren. Also wer von euch jetzt von Susanne lernt, reiben, langer Arm, kurzer Arm, nicht von ihr, von der anderen Susanne. Nicht von ihr. Aber vielleicht auch irgendwann mal von ihr, wer weiß. Wenn du dir die Videos mal anguckst. Kein Druck, kein Druck, kein Druck, kein Druck. Ich frage dich nicht nächste Woche, ob du mal für mich testest. Ja, wo komme ich gerade her? Von Susannes Testen, ja. Von Ignatia. Also, Tod eines geliebten Menschen und Tod eines Kindes, sexwert. Tod eines Kindes, Ignatia Auro. Man könnte sagen, ich brauche aus zwei Gründen Natrium und habe aus zwei Gründen Natrium mit großem Erfolg immer wieder gekriegt. Sprich, es haben hunderte Leute ihre Natriumpathologie an mir abgearbeitet. Schon alleine deswegen lohnt es sich, dass ich in meinem Leben Lehrer geworden bin, dass so viele Leute ihre Natriumpathologie an mir abarbeiten konnten. Zwei Leitsymptome, Tod und Kassler. Ihr Bios wisst wahrscheinlich gar nicht, was Kassler ist. Das ist das ungesündeste Essen, was es gibt. Und es ist mein absolutes Lieblingsessen. Mein absolutes Lieblingsessen. Aber heute gibt es fast kein richtiges Kassler mehr. Das richtige Kassler war Fleisch, was beim Fleischer umgekippt ist. Das war eigentlich schon nicht mehr verkaufbar. Und dann hat man es in eine Salzlake gelegt, damit es im Grunde noch eine Weile haltbar blieb. Eigentlich durfte man es gar nicht mehr verkaufen. Diesen Kassler, den du heute beim Fleischer kriegst, schön in Scheiben geschnitten, schmeckt mir überhaupt nicht. Aber ich kenne noch von meiner Tante Lenchen immer zu Weihnachten Kassler Schuft. Das war eine ganze Kassler Hüfte. Die wurde in den Ofen geschoben mit Zwiebeln. Diese Zwiebeln waren nachher schwarz, Nitrosamine. Ich atme euch ein, kommt alle in mich hinein. Danach hast du irgendwie gleich eine Tumortendenz nach dem Kassler. Und dann wurde dieser Kassler gebraten, dass der wirklich hart war. Du musstest dich durch diese Kruste hindurcharbeiten. Aber das war und ist immer noch, auch wenn keiner mehr Kassler Schuft heutzutage macht,
Es war mein absolutes Lieblingsessen. Und dann diese Soße, diese scharfe Zwiebelsoße, ja. Und dann Sauerkraut, alles, was sauer eingelegt wird, Natrium, Verlangen nach sauren Speisen, DD, Sepia. Ich liebe zum Beispiel Mixed Pickles. Esse total gerne Mixed Pickles. Ja, Tod und Kassler. Und ich habe noch ein drittes absolutes Natriumsymptom, bis heute absolut ungeheilt von allem. Wir haben ja hier zum Glück an dieser Schule wenig Männer. Das heißt, wenn immer ich aufs Klo gehe, bin ich zu 90% alleine auf diesem Klo, weil es fällt mir schwer zu pinkeln. Ich pinkel ja immer im Sitzen. Es fällt mir, im Stehen kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn da einer neben mir stehen würde. Ich stehe da stundenlang und da kommt nichts raus. Aber selbst wenn ich sitze und es kommt jemand aufs Klo, kriege ich ein Harnverhalten. Geht für mich gar nicht. Ist noch nie weggegangen. Und ich bin urologisch Taco. Ich weiß nicht, was das ist. Kann natürlich mit kindlichen Verletzungen zu tun haben, chronisch verstopft, Finger im Hintern oder, ich weiß es nicht. Aber trotz aller Körpertherapie, trotz Rektalmassagen, trotz weiß ich was, Prostatamassage, habe ich alles gemacht. Kenne ich alles ein- und auswendig. Geht nicht. Geht nicht. Also suche ich mir einen Platz. Darum ist für mich auch Dixi-Klo und sowas unmöglich, ja. Unmöglich. Oder Donnerbalken, unvorstellbar. Ich hatte mal eine Freundin, bei der war das auch so. Wir haben dann also beide darüber ziemlich gelacht. Wenn sie aufs Klo ging, wenn wir im Hotel waren, dann musste ich immer Musik machen. Weil es war für sie unvorstellbar. Sonst war die total offen. Wir hatten wunderbares Tantra, alles super. Aber ich durfte nicht hören. Also so wie das in so einer normalen Hippie-Familie ist, irgendwie der eine kackt, der andere putzt sich die Zähne, keine Tür im Klo, unvorstellbar. Also sie sagte, du, ich muss jetzt mal pinkeln, mach mal Musik. Dann hat Musik laut gemacht, alles gut. Sonst völlig hemmungslos, völlig hemmungslos. Aber typisch. Kann nicht Wasser lassen in Anwesenheit anderer. Dann hatten wir schon, kann ich weinen. Vielleicht muss ich doch nochmal Natrium nehmen, wobei ich kriege gerade Medusa und das scheint mir ganz gut zu tun. Wobei Medusa hat ja auch was mit diesem Gucken zu tun. Ne? Versteinert auch, ist interessant. Mein Homöopath hat mir vorgestern Medusa jetzt verordnet. Habe ich noch nie genommen. Tut mir aber scheinbar ganz gut. Entweder der Satz, ich lasse es, oder Medusa. Kann ich nicht genau auseinanderhalten, muss ich mal testen lassen. Aber seitdem ich meine Voodoo-Attacke hatte, habe ich ja ein halbes Jahr lang. Das hatte auch was mit der Trennung damals zu tun. Nur geheult. Ich habe ja ein halbes Jahr lang fast nur geheult. Ein Lied von, wie heißt der Sänger von Steine? Rio Reiser. Wir hatten hier mal eine Veranstaltung auf den Schamanentagen 20. Das war nach dem ersten Lockdown, haben wir ja nochmal Schamanentage gemacht. Und da hatten wir den Sohn von der Lilly Reiser, von der Gabi Happe hier. Der hat ja bei Tonsteine Scherben hat er den Reiser gemacht und da hat er hier ein Konzert gemacht, nur mit, für mich war das natürlich, nur mit Rio Reiser Songs und ich habe eine Stunde lang Rotz und Wasser gehört. Ich hatte dann zwei Männer, die mich die ganze Zeit gehalten haben und er hat natürlich alles Lieder gesungen, die ich total auf meine Beziehung projiziert hatte, die ich vorher hatte. Und oh, das Gleiche ist bei Gundermann Songs. Habe ich geheult bis zum Abwinken. Also ich habe ein halbes Jahr lang eigentlich fast nur geheult. Und dann hörte das auf und seitdem habe ich nie mehr eine Träne vergossen. Ich sage dann immer so, ich habe meine Tränen verweint, aber es ist auffällig. Vielleicht kann ich ja jetzt mal wieder heulen nach Natrium. Was ist noch ein totales Natriumsymptom? Einziges Mittel im Repertorium von Bomhard, wenn du in die Rubrik guckst, Astro, Doppelkrebs. Es steht bei Doppelkrebs nur ein einziges Mittel, Natriumiatikum. Ist noch jemand von euch Doppelkrebs? Interessant, der Doppelkrebs hat ja als Zeichen die 69. Und als ich angefangen habe, meine eigenen Komplexe zu machen bei Zehen, also das erste war ja der schamanische Heilkomplex, und da fragte mich die, wie heißt sie, Kogi oder so ähnlich. Fragte mich, wenn wir da einen Heilkomplex machen, der mit dir zu tun hat, was willst du da für ein Zeichen? Und ich wollte jetzt nicht K wie Z, Zeden macht ja Z. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann nennen wir einen schamanischen Heilkomplex 69.
Und dann guckte die so ulkig. Und das habe ich erst gar nicht so richtig verstanden. Und dann habe ich aber mal darüber nachgedacht. Natrium liebt 69? Liebt wirklich 69? Also als sexuelle Stellung? Ist sehr inniglich bei 69? Wo kriegen wir mehr Salz vom anderen wie bei 69? Bei 69 können wir ja irgendwie 3 Salzstreuer in uns aufnehmen, wenn es geht. Aber Natrium ist auch das wichtigste Mittel, allergisch gegen Sexualsekrete. Ich dachte früher, das gibt's nicht. Aber es gibt ganz viele Frauen, die sind gegen Sperma allergisch. Und es gibt ganz viele Männer, nein, nicht ganz viele, Quatsch. Aber es gibt auch Männer, das habe ich erlebt in meiner Praxis, Leitsymptom von Natrium, die kriegen durch orale Befriedigung ihrer Frau Herpes. Also 69. Hm. Also verlangen nach 69, weil ich finde 69 total inniglich. Für mich ist 69 was wahnsinnig Innigliches. Nicht nur, weil ich Krebs bin. Ich finde es auch so sehr inniglich. Und es ist halt die salzartigste Art von Sexualität. Mehr Salz kriegst du irgendwie nicht. Aber es kann eben auch genauso Allergie auslösen. Und da kommen wir zu einer der furchtbarsten Krankheiten, und die durfte ich mit Natrium schon 3-mal heilen, der Lichenruber der Labien. Lichenruber, wisst ihr alle schon, was ist? Habt ihr schon gelernt? Wie kann man den Lichenruber beschreiben? Eine Sklerotisierung der Haut. Die Labien werden erst lederartig, dann werden die Labien so ein bisschen wie versteinert. Bei Games of Thrones hat doch der eine Lieblingsritter von Daenerys, hat doch so eine Krankheit gekriegt, wo er irgendwie so völlig versteinert ist, was der nette Dicke denn weggemacht hat. Wa? Aber bei Natrium werden entweder die Schamlippen und auch die Klitoris oder die Vorhaut oder der ganze Penis oder ganz schlimm auch die Eichel sklerotisieren. Das werden so weiße Flecken, die Haut zieht sich so zusammen und bei jeder Erektion reißt es ein. Für Frauen vaginale Sexualität fast unmöglich, weil es ist nur mit Schmerz, wird mit lebenslangen Kortisondosen behandelt, was natürlich das immer alles noch schlimmer macht. Und da habe ich wirklich verifiziert, ich glaube insgesamt 3 Frauen, wo ich sagen wirklich kann, das ist mit Natrium verschwunden. Wobei nicht nur mit Natrium, ganz viel immer dazu die Veilchensalbe von Hildegard, was ja auch als Veilchensalbenzäpfchen das Wichtigste ist bei schlechten Paps. Und wenn irgendwie möglich, natürlich auch begleitet von Tantra-Massagen, um diese ganze ja, Gegend zu durchleben, zu durchlieben, zu durchheilen. Aber ja, da einfach dran denken, Lichenruber, aber Natrium, wichtigstes Mittel, allerwichtigstes Mittel, Trockenheit der Sexualorgane. Bei Männern Aspermie, die ejakulieren einfach nicht, die können nicht ejakulieren. Männer, die nicht ejakulieren können, die können zwar irrigieren, aber die können nicht ejakulieren. Und jetzt nicht im tantrischen Sinne, ich biete meiner Drachen eine 3-stündige Dauererektion, das ist nicht damit gemeint, sondern die können überhaupt nicht ejakulieren. Frauen sind total trocken, jegliche Freudeflüsse fehlen und es führt natürlich ständig zu Rissen, zu Schrunden, es ist immer wund, es macht keinen Spaß, man will es nicht. Also ganz wichtig. Und natürlich Herpes genitalis, ganz, ganz, ganz wichtig. Und Natrium zusammen mit Sepia und Staphysagria, eines der wichtigsten Mittel für Anorgasmie. Also wenn du eine anorgastische Frau hast, bei Männern ist das nochmal ein bisschen anders, da ist ja die Anorgasmie fast sehr verdeckt, weil die wenigsten Männer haben ja eine Idee von orgastischer Potenz. Aber bei Frauen ist es das wichtigste Mittel. Und besonders dann, wenn es mit Trockenheit einhergeht und dann vielleicht noch eine Missbrauchsproblematik da ist. Natrium ist natürlich auch ein Riesenmittel für Missbrauch, besonders eben auch durch den Vater. Ein paar typische Natriumfälle. Keine didaktische Lüge, alles passiert, alles wahr. Natrium würde nie hier sitzen. Also, dass du da sitzt und dich der Gefahr auslieferst, dass ich dich berühre.
ist schon total unnatrisch. Und dann hast du noch was Rotes an, das ist schon sowieso unnatrisch. Natrium trägt nicht mal schwarz, schwarz ist schon fast zu dominant. Natrium trägt was? Grau. Aber sowas von grau, dass sie fast verschwindet. Natrium sitzt fast immer in der hinteren Reihe. Jetzt ist es in unserem Haus für Natriumleute sehr schwer, weil die Gruppen sind klein. Als wir noch 60 waren, gab es Menschen, die haben es geschafft, dass sie am Ende des dritten Jahres nicht wussten, dass sie hier sind. Die haben es echt geschafft. Das ist in unserer jetzigen Gruppenstärke fast ja nicht möglich. Aber es gab Leute in den großen Gruppen, du warst hier, ach so, du warst hier. Und die wollten auch nicht, dass ich sehe, dass sie hier sind. Andererseits wollten sie es natürlich doch. Und das war das Riesendilemma. Und da gibt es so einen schönen Fall, auch von Ulrike Müller geheilt, eine Schülerin. Und ihr kennt ja alle nicht mehr die Mommsenstraße, da hatten wir die Schulräume, da hat man einen ganz langen Flur und vorne war das Büro. Und wenn ich aus dem Ambu kam, das war ganz hinten, musste ich den ganz langen Flur langlaufen, bis ich ins Büro gekommen bin. Und eines Tages laufe ich da lang und ich habe mir so eine Floskel angewöhnt, die habe ich seitdem nicht mehr gemacht, dass ich, wenn ich Leute getroffen habe auf dem Flur, gesagt habe, na, wie geht's? Nämlich weitergelaufen. Und ich laufe diesen Flur lang und da steht jemand vom Büro. Ich dachte, den kenne ich von irgendwoher. Und ich frage so, wie geht's? Und ich laufe weiter. Danach habe ich die nie mehr gesehen. Die war nämlich danach nie wieder in unserer Schule. Aber sie ging zum Glück nach 3 Jahren zu Ulrike Müller. Und Ulrike Müller hat mit ihr Anamnese gemacht und dabei kam raus, dass sie 1 Jahr lang darauf gewartet hat, dass ich sie mal frage, wie es ihr geht. 1 Jahr lang hat sie darauf gewartet, dass ich sie frage, wie es ihr geht. Und hat sich schon ausgemalt, was ich denn sage und was sie denn sagt und wie ich denn darauf reagiere. Hat ganze Filme kreiert. Das macht Natrium total, ja. Wie wird das Leben mit dem Prinzen sein und wie wird es alles sein, wenn er sie nur irgendwann mal anspricht und so, ja. Und dann habe ich natürlich eine Todsünde begangen. Ich bin an ihr vorbeigegangen, habe sie gefragt und sie vielleicht nach 1 Jahr, wahrscheinlich stand die da immer, ich habe sie einfach nicht gesehen. Die war so versteckt, ich habe sie nicht gesehen. Wahrscheinlich ist die mit der Wand irgendwie eins geworden oder irgendwas, irgendwie so. Und dann laufe ich an ihr vorbei, frage, wie geht's dir? Und sie, endlich! Und dann ist diese Arschgeige verschwunden. Das war die narzisstische Kränkung überhaupt. Ist von diesem Tag nie mehr in diese Schule gekommen. Kam dann wieder zurück, aber erst nachdem sie irgendwie 1,5 Jahre von Ulrike Natrium gekriegt hat. Und zum Schluss dann nochmal mit. Das ist auch ganz oft so Folge von Krüger. Erst gibt es das Natrium, um die ganzen Negativübertragungen und Negativresonanzen aufzulösen. Und dann gibt es, wenn das Natrium durch ist, obendrauf Medurinum, um auch mal mit der positiven Kraft in Kontakt zu kommen. Verliebt sich immer wieder in Unerreichbare. Also geht in die wildeste Singlebörse, wo eigentlich alle erreichbar sind, und kommt aber dann an den einzigen Heiratsschwindel. Irgendwie sowas. Die weltkrügerische Wahnidee, was ist die wildeste krügerische Wahnidee, was Krüger für eine Wahnidee mit Homöopathie hat? Die Welt zu heilen. Die Welt. Das sowieso, aber die Welt heilt um unsere Mittel. Und alles, was passiert, hat eigentlich mit unseren Mitteln zu tun. Ja? Also wir machen die Welt hier, ja? So, Wahnidee, Armas. Das wäre aber schon fast platinisch, habe ich auch schon gekriegt. Hat nicht geholfen, hat überhaupt nicht geholfen. Nein. Wer hat den Deutschen Buchpreis gekriegt gestern? Eine Frau mit einem Mann, der MS hat. Ich vergesse, wie die Frau heißt. Ja. Die den Mann den ganzen Tag, nee, Quatsch. Sie ist es nicht, ihre Heldin in dem Roman. Nee, aber ihr Mann wirklich auch. Der hat auch MS, gut, das war, wusste ich nicht. Also sie hat einen Roman geschrieben, für den hat sie den Buchpreis gekriegt. Frau hat MS, also Mann hat MS, sie pflegt ihn und abends geht sie in Chats, heißt es Chats? Genau. Guten Morgen, wie geht es dir? So heißt es. Und verliebt sich in diesen nigerianischen... Ja, und
Der ist aber eigentlich darauf aus, die Frauen irgendwie nur abzuzocken. Das sind meistens Heiratsschwindler. Und aber irgendwie kommen die dann irgendwie zueinander und es wird dann alles ganz rührend. Fand ich auch. Ist ganz typisch für Natrium. Geht in solche Chatgruppen und wird aber immer, immer an die treffen, die sie abzocken. Immer. Und ich kenne viele Leute, die haben glückliche Beziehungen aus diesen Chats rausgetragen. Aber nicht Natrium. Nicht Natrium. Außer es kriegt Natrium. Ganz wichtig, in Lehrer verliebt, in Therapeuten verliebt, in den Vater verliebt, in den Vater der Freundin verliebt. Also alles, wo es irgendwie dramatisch ist. Ich hatte ein irres Natriumsymptom, ein ganz tolles Natriumsymptom, dass ich so zwischen 20 und 28 habe ich ganz viele Bücher gelesen, die alle tragisch waren, die nie Happy Ends hatten. Stefan Zweig, diese ganzen Biografien, die Zweig geschrieben hat, alles tragisch. Der macht ja dann auch mit seiner wundervollen jungen Frau, macht er dann auch Selbstmord. Ganz schrecklich. Stefan Zweig, Natrium Moiaticum. Guckt euch alle den Film an, dann versteht ihr Natrium wirklich in tiefster Tiefe. Stefan Zweig, Morgenröte, wie heißt er? Stefan Zweig, vielleicht kann nachher noch einer mal gucken. Nach seinem Tod, dieser Film, oder? Der Film über seine Jahre in Amerika, in Brasilien. Stefan Zweig, Harderer. Harderer spielt Stefan Zweig. Ganz toll, ganz toll. Harderer ist sowieso ein wahnsinnig toller Kabarettist. Hat ja auch eine sehr junge Frau, Stefan Zweig. Irgendwas mit Morgenröte. Der hat auch ein irres Gedicht geschrieben. Vor der Morgenröte. Und es gibt ein wunderbares Gedicht, was er vor seinem Suizid geschrieben hat, was auch total natrisch ist. Also Stefan Zweig. Aber ich hatte noch jemand, der war viel trauriger. Ich hatte in dieser Zeit eine französische Lieblingsautorin, François Sagan. Und die hat ein Buch geschrieben, das ist schon so natrisch, das heißt Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Und da sind nur unglückliche Liebesgeschichten drin. Nur. Bonjour Tristesse. Die schönste ist, sie ist junge Lehrerin, verliebt sich natürlich in einen Abiturienten. Sie sind irgendwie sehr glücklich, dann kommen irgendwie alle und es geht irgendwie alle nicht und dann bringen sie sich gemeinsam um. Ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich vertraue euch, ja? Und ihr müsst keine Angst haben, dass ich euch das antue. Ihr fallt ja sowieso alle unter das Megatabu. Aber wenn ich früher jemanden kennengelernt habe, in irgendeinem Beatschuppen, wo man sich so kennengelernt hat, dann hatte ich einen Ort, wo ich meine Auserwählte gerne relativ schnell eingeladen habe, hinzugehen, um da mit mir den Morgensonnenaufgang zu erleben. Ich wusste, das kommt total gut. Und dieser Ort war das Kleistgrab. Ah ja, das ist ein schöner Ort. Ja? Ja. Du weißt, was da passiert ist, ja? Ja, ja? Da hat er sich mit seiner Freundin umgebracht. Er hat nämlich die ganze Zeit eine Frau gesucht, die sich mit ihm zusammen suizidiert. Das war seine größte Geschichte. Er wollte eine Frau haben, die sich mit ihm zusammen suizidiert. Und als er sie gefunden hat, ist er da hingegangen und hat. Und dann S-Bahn, letzte S-Bahn bis Wannsee, hochgelaufen. Damals gab es noch nicht Loretta, jetzt gibt es ja Loretta. Hochgelaufen zum Kleistgrab, Kleistgrab, Sonnenaufgang und dann erste S-Bahn wieder zurück in die Stadt. Sehr erfolgreiche Taktik. Sehr erfolgreiche Taktik. Es kam total gut. Und dann natürlich am Grab Kleist zitieren. Ja. Da steht dann noch ein wunderbares Gedicht drauf auf dem Kleist. Ah, ganz schön. Das ist ja, was man sagt, ich sage ja. Du, wer weiß. Dann lerne testen. Guck dir bis nächste Mal Hausaufgabe die Testvideos an. Dann musst du dir solche Fragen nicht mehr stellen. Dann kannst du alles testen. Wo können wir gerne, nachdem du fertig bist, auf nee.
Ich verweigere die Diskussion. Ich verweigere die Diskussion. Immer Bücher ohne Happy End. Es gibt in seinen Meisternovellen von Stefan Zweig ein Buch, das ist so natrisch. Natrischer geht's gar nicht. Das geht gar nicht. Das heißt Briefe einer Unbekannten. Da kriegt ein alter Professor zu seinem weiß ich wie vielten Geburtstag einen Brief von einer Frau und es geht so ungefähr so: Geliebter, du wirst nicht wissen, wer ich bin, weil du wirst dich bestimmt nicht an mich erinnern. Ich begegne jemand auf irgendeinem Event, irgendwo, kommt auf mich zu und sagt, du, ich bin die sowieso, ich war mal bei dir auf der Schule, aber du erinnerst dich bestimmt nicht mehr an mich. Oder? Schon 50 Mal gehört. Du erinnerst dich bestimmt nicht mehr an mich. Oder ich kriege eine Mail, ja, ich war 10 Jahre in Boll, habe immer bei dir in der ersten Reihe gesessen, aber du erinnerst dich bestimmt nicht mehr an mich. Ja? Also Natrium bist du nicht, du weißt einfach, ich würde mich an dich erinnern. Also es wäre da, also stell dir mal einfach vor, ich würde mich nicht erinnern, das kannst du dir doch gar nicht vorstellen. Aber wenn du Natrium wärst, würdest du ja A hier nicht sitzen. Natürlich kann ich mich an viele von denen erinnern, nicht an alle, aber nein, du kannst dich nicht an mich erinnern. So, und die schreibt ihm jetzt, dass sie am Sterben ist, wenn sie diesen Brief schreibt. Wenn sie nicht am Sterben wäre, dann würde sie diesen Brief nicht schreiben. Und dann kommt raus, dass sie ein Kind war und er wohnte in dem gleichen Haus wie sie und sie stand immer auf den Treppen und wartete auf ihn. Und als er dann endlich mal 18 war, stand sie da immer noch und dann hat er sie mal mitgenommen zu sich und sie hatten Sex miteinander und sie ist schwanger geworden. Sie hat es natürlich nicht erzählt, er ist in eine andere Stadt gezogen und dann war er erst mal gut, weil sie hatte ihn ja als das Kind. Das ist auch eine typische Natriumgeschichte. Die Mutter macht ihren Sohn zu dem unglücklichen Geliebten. Und der muss die Stelle des Unglücks, der heißt auch noch so. Eltern geben ihren Kindern den Namen der unglücklichen, sehr früh gestorbenen und schicken die in eine gnadenlose Nachfolge. Ich habe das erlebt bei Hellinger, dass Hellinger die Leute aufgefordert hat, ihren Namen zu ändern. Und dann immer so, mit dem Namen kannst du nicht werden. Der Name ist für dich unendliches Leid, hör auf damit. Weil Vater ist einen Tag vor der Hochzeit in Spanien bei der Legion Condor abgeschossen worden. Und da heißt halt, das Kind heißt denn wie der Vater. Und, ja richtig, und ich habe ja auch mal eine Aufstellung gemacht, wegen, warum ich irgendwie keine Kinder mehr gekriegt habe. Und dabei kam ganz klar raus, dass ich mein Herz einfach in das Grab meiner Tochter mitgepackt habe. Und mein Stellvertreter, der davon überhaupt nichts wusste, hat einfach zu meiner Tochter, ich sage zu meiner toten Tochter, nach dir kann nichts mehr kommen. Also es war eine Entscheidung bei mir, ich bin meiner toten Tochter treu, ich kriege einfach keine Kinder mehr. Mit wem auch immer. Ja, richtig. Und dann lernt sie, und dann wird sie Prostituierte, um ihrem Sohn eine tolle Ausbildung zu garantieren. Und dann kommt er nochmal zu ihr und wird ihr Kunde. Und dann nimmt sie ihn mit zu sich. Und was erhofft sie die ganze Zeit, wenn sie miteinander vögeln? Dass er sich erinnert. Die vögeln super, er erinnert sich nicht. Ja. Und morgens bezahlt er so und geht. Auch noch nicht so schlimm. Sie hat ja den Sohn. Und dann stirbt der Sohn. Und dann stirbt sie. Und dann schreibt sie. Und das ist fies. Also ich persönlich habe ja einen Sepia-Fetisch, aber eigentlich nur aus einem Grund, weil ich weiß, ich kriege auf die Fresse, wenn ich Scheiße erzähle. Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Sepia-Fetisch habe, sonst ist dieser Sepia-Fetisch nicht so grandios, wa? Hätte viel lieber einen Pulsatilla-Fetisch, ja? Aber Pulsatilla ist mir zu gefährlich, weil die melden sich ja nicht. Oder Silicea ist mir viel zu gefährlich, die melden sich, und Natrium meldet sich ja überhaupt nicht. Bei Sepia weiß ich, eine falsche Tonbewegung, ein Wort, was nicht PC ist, wumm. Das weiß ich. Und das gibt mir aber Sicherheit. Weil ich will das.
Ich finde das so scheiße, wenn jemand kommt und sagt, ja, Andreas, ich habe jetzt meine erste, ich habe jetzt meine dritte Unterleibskrebsoperation hinter mir in 15 Jahren. Und es fing alles an, damals an der SAS, wo du nach 3 Jahren nicht wusstest, wie ich heiße. Oh, ich finde, das ist wahnsinnig brutal. Ich finde, Natrium ist das brutalste Mittel, den man der. Also lieber irgendwie das Stramonium-Messer, lieber die Merkurkugel, lieber das Sepia-Ebiss als dieses. Und ich mache hier überhaupt keinen Vorwurf. Ich mache hier überhaupt keinen Vorwurf. Kennt ihr noch Stefan Sulke? Ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich, ist so unendlich mehr, wie nur ich liebe dich. Acidum Fosdd. Das ist jetzt ein bisschen karikatikiert, aber es ist so. Wahnidee, keiner sieht mich. Und ich tue aber auch alles, dass mich keiner sieht. Glas ist immer halb leer. Immer. Glas ist nie halb voll. Und Sepia lässt es nicht. Also eigentlich ist das, was ich da mit dem Stefan rausgearbeitet habe, der Sepia-Heilsatz. Ich nehme es und ich lasse es. Aber nicht ich lasse es, das wäre wieder weg. Sondern ich lasse es. Und dann wird sich schon irgendwie verändern. Keiner sieht mich, Lots Frau, hast du schon gesagt, Glas immer halb leer. Ganz wichtiges Symptom, lacht, wenn ernst. Lacht, wenn ernst, lacht auf der Beerdigung. Alle machen ihr Komplimente im Heilkreis. Sie steht da. Dann sagt der Erste, ich finde es total scheiße. Wir machen dir jetzt hier eine Stunde lang Komplimente in einer Wertschätzungsrunde und du machst ständig nur eine Fresse. Natrium iodicum, ich hatte mal eine Lippe. Lithium tumpon natrium iodicum, ich hatte mal eine Lippe. Wir hatten hier bei uns mal in der Schule eine der führenden Tantra Masseurinnen in Deutschland. Eine ganz, ganz tolle Frau, die hat uns viel über Tantra beigebracht. War hier auch in diesem Antonius von diesem einen berühmten Tantra-Lehrer war sie irgendwie Sekundärchefin. Und die hat erzählt, sie hat mit ganz vielen Frauen Yoni-Massage gemacht, die alle zu ihr kamen. Ich hab mal eine Lippe. Und nach der 30. Yoni-Massage sah das so aus. Also Yoni-Massage ist dreimal so wirksam wie Botox. Also das kann man wirklich sagen, Lippe, Lippe. Lippe ist Lippe. Lacht, wenn ernst. Ach ja, und dann sagt einer, ist ja scheiße, du nutzt ja die ganze Zeit. Ich wusste, du kannst mich doch nicht leiden. Aber bei allen Komplimenten nur. Also es gibt kaum Menschen, die das schaffen, so ihre Lippen wegzupacken. Und Wilhelm Reich sagt, ist der orale Panzer. Ist einer, der erste Panzer, der sich bildet, ist der anale Panzer durch Sauberkeitserziehung. Aber der zweite Panzer, der sich bildet, ist der orale Panzer. Und das, was dem oralen Panzer einfach total gut tut, sprich ihn eigentlich am Entstehen hindert, ist still. Also Natrium iodicum, Unistillt. Unistillt oder Allergie gegen Muttermilch oder muss brechen beim Stillen. Aber wenn ich mir so Kinder angucke oder Menschen angucke, die so in ihrem Leben wirklich Glück gezündet haben, dann haben die fast alle eine Gemeinsamkeit, sie sind lange und intensiv still. Lange und intensiv still. Also nicht stillen ist schwierig, auf vielen Ebenen. Letzte Geschichte, vorletzte. Patient kommt, bringt eine Liste mit. Auf dieser Liste steht die Crème de la Crème der Berliner Homöopathie. Namen durchaus. Ja, bei denen war ich schon alles. Die konnten mir alle nicht helfen, die haben mich auch alle nicht verstanden. Jetzt habe ich von ihnen so ein paar Videos angeguckt und ich könnte mir vorstellen, dass sie mich verstehen. Aber kein Druck. Und dann legt sie los. Und eine Opfergeschichte nach der anderen. Nur Opfer. Ich höre, wie die alle scheiße sind, diese Homöopathen, meine besten Lehrer. Und man darf meine Lehrer nicht so beleidigen. Das ist was, da bin ich noch völlig unerlöst.
Man darf meinen Bruder nicht beleidigen und darf meine Lehrer nicht beleidigen. Man darf auch meine Schüler nicht beleidigen. Also wenn mir irgendeiner kommt und der erzählt mir Scheiße von dir, kriegt der Ärger mit mir. Ja? Also richtig. Da bin ich auch überhaupt nicht subjektiv. Da bin ich Südstaatler. Right or wrong my country. Right or wrong my students. Vielleicht komme ich denn irgendwann nachher zu dir und sage, du, Mandy, war vielleicht nicht so super, guck doch mal. Aber wenn dich irgendeiner richtig angeht, wir sind irgendwo und dann kommt einer, hat der echt Ärger, kriegt der echt Ärger mit mir. Selbst wenn ich weiß, dass er recht hat. Selbst wenn ich weiß, dass du einen Fehler gemacht hast. Der hat dich nicht so zu behandeln. Wenn der freundlich und wertschätzend kritisiert, ist das was anderes. Aber wenn der dich dumm anmacht, kriegt der Ärger. Right or wrong, my country. Steht auf diesen ganzen Rebellendenkmälern im Süden. Steht immer unten runter, right or wrong, my country. Virginia marschiert, ich marschiere mit. Ja, und die beleidigt meine Lehrer, die erzählt die furchtbarsten Geschichten von meinen Lehrern. Und dann kommt immer wieder, naja, und ich bin ja mal gespannt, ob sie mich verstehen. Und irgendwann... Ich habe 50 Minuten durchhalten. Liebe, 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 Liebe. Und irgendwann sage ich, wissen Sie, ich bin ja dafür bekannt, dass ich mich sehr viel mit Schatten beschäftige. Könnte es denn sein, dass diese Schattenproblematik bei Ihnen vielleicht auch irgendwie eine Rolle spielen könnte? Ich wusste es. Sie verstehen mich auch nicht. Kam nie mehr wieder. Ich treffe mich mit Ulrike zum Mittagessen. Und sage, Ulrike, muss ich heute erzählen, ich habe da irgendwie die völlig abgefahrene Patientin gehabt, aber sowas war. Erzähl ihr das. Sagt Ulrike, naja, was hättest du denn gemacht, wenn du ihr hättest was geben dürfen? Sag ich, na, Natrium, 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 sofort, nach 5 Minuten. Und nichts sagen, Lippen zunehmen, Natrium geben, Natrium, überhaupt nicht sprechen, Natrium, Natrium. 4 Wochen später. Treffe ich mit Ulrike da zum Essen, sagt sie. Die war bei mir. Du standst auch auf dem Zettel. Und ich habe mich erinnert. Nach einer Viertelstunde habe ich zu ihr gesagt, Sie können gleich weiterreden, aber ich habe jetzt ganz stark das Gefühl, weil ich so mitfühle, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Mittel. Sofort Natrium 10.000 gegeben, Natrium mitgegeben und die waren ein Jahr lang bei ihren Therapie. Kein Scherz, könnt ihr alles Ulrike nachfragen. Herpes hatten wir schon gesagt. Schönes Beispiel, das letzte. Rendezvous. Kneipe. Schön, alles, Candle, alles. Austern. Hand halten. Es könnte zum Kuss kommen. Kurz, bevor es zum Kuss kommt. Ihr glaubt gar nicht, in wie kurzer Zeit. Lippen sich in Krater verwandeln können. Das braucht keine 10 Minuten. Wir hatten hier mal eine Lehrerin an dieser Schule, ist jetzt nicht mehr bei uns. Die hat immer Witze erzählt, wo ich jedes Mal einen roten Kopf gekriegt habe und mich fremdgeschämt habe. Mit großer Leidenschaft erzählte die Sperma-Witze. War Dozentin hier bei uns. Und ich habe mich immer, oh mein Gott, furchtbar. Und dann waren wir in einer Kneipe und saßen da mit einer Kollegin, von der ich wusste, dass sie wirklich außergewöhnlich prüde ist. Und die andere Kollegin erzählt wieder mal einen Sperma-Witz. Den erzähle ich nicht, traue ich mich immer noch nicht. Und während sie diesen Sperma-Witz erzählte, sah ich, wie bei der anderen Kollegin die Lippe rot wurde. Und am Ende des Sperma-Witzes, das war denn Tuja, war diese Lippe wirklich 3-graderig. So, ist natürlich nichts mit Küssen. Komm zu mir, Natrium. Nächstes Treffen, Küssen super. Nächste Verabredung. Man könnte sich näher kommen. Alles schön. Geht zu ihm, alles schön. Man macht sich ein bisschen frei, man streichelt sich, wunderbare Musik, Natrium säuft ganz viel vor Sex, damit es geht. Natrium, die älteren Natriumfrauen trinken Piccolo. Piccolo ist ganz oft hier unsere Sexualdroge in Deutschland. 1, 2 Piccolo, dann habe ich mir meinen alten schön gesoffen, dann riecht er auch nicht mehr so ulkig. Also Piccolo wird ganz oft benutzt, um sich einzutunen auf Sexualität. Und dann geht's. Auch ein Natriumsymptom kommt, wenn blau. Aber nur, wenn blau. Wenn nüchtern nicht. Oder bekifft sich, geht auch.
Oder muss immer DMT? Was macht das Herz auf dem DMT? Muss immer DMT nehmen, um solchen Kontakt haben zu können. So. DM. Sag? MDNA. Richtig. Nee, DMT ist ein bisschen. So. Es kommt fast dazu. Und alles freiwillig, alles ganz lieb, alles total, alles super. Und sie merkt schon. Ihr müsst euch Labien mit Maximalherpes nicht vorstellen. Es ist überhaupt nicht lustig. Es fiel wieder weg. Natrium, Natrium, Natrium. Heute hätte ich sie, weiß ich was, alles streichen lassen. Trifft sich nächste Mal. Es geht, es ist schön. Sie kommt, er kommt. Ganz toll. Sie wollen zusammenbleiben. Alles ist schön. Und als Höhepunkt ihrer Liebe buchen sie einen Sommerurlaub. Sommerurlaub, super. Frankreich, Provence. Super, alles toll. Und sie sagt morgens, Schatzi, heute den ganzen Tag, dank des Natriums von Krüger, können wir heute irgendwie Kraft hier, Nashorn. Sie legt sich in die Sonne und es war's. Die hat eine Sonnenallergie gekriegt. Die hat 14 Tage und Dauerkortison gebraucht, um wieder zu verschwinden. Irgendwann waren wir bei Natrium eine Million, dann konnten sie auch mal einen Sommerurlaub fahren. Aber so tief saß die Verleugnung. So tief saß die Verleugnung. Ulkigerweise hatte sie das früher mit Männern, die sie scheiße behandelt haben, nicht. Das hatte sie nur mit Männern wie dir, der total toll war. Mehr, besser, kann aber auch schlechter sein, DD Medurinum. Aber bei Natrium ist es wirklich die mehr Luft. Natrium ist depressiv, kommt in Ahrenshoop an, geht auf die Düne besser. Mehr Luft. Natrium Erlösungsroman, helft mir, das Meer auf meiner Salz, nee, Quatsch, das Salz auf meiner Haut, das Salz auf meiner Haut, großer Natrium Erlösungsroman. Sehr sinnlich, sehr erotisch. Was habe ich mir hier noch angeschrieben? Ja, Anorgasmie habe ich mir noch geschrieben. Ja, das sind meine kleinen Ergänzungen für heute. Das schenke ich dir, das kannst du, wenn ich tot bin, teuer verkaufen. Das kommt gleich nach Rudolf Steiners Tafelbildern. Ja. Da musst du dann draufschreiben für Mandy. Danke für den guten Ratschlag. Was denkst du denn, was ich gemacht habe? Mit Y, wa? Ja. Mit Y. Das war jetzt ein Natrium-Ratschlag. Bin ich denn völlig bescheuert? Da schreibe ich jetzt nicht rauf für Susan. Wobei, das könnte bei Natrium passieren. Typischer GAU bei Natrium. Sie wird ständig angeredet mit dem Namen der früheren Frau. Sie wird ständig... Lars ist natürlich, also bevor du deine Frau Lotte nennst, muss ja schon ein bisschen was passieren. Aber das passiert bei Natrium. Das passiert wirklich. Ja, versuche ich auch. Ja. Schatzi, Schatzi. Gut, das war's.